Geht ihr beide mal zurück. Weil das Ding ist nämlich auch noch ziemlich krass. Ich hab's gewusst, ich habe was vergessen. Entfesselt meine Kraft. Sind ganz schön dicke Palisaden hier. Was liegt vor mir? So, was lasse ich denn da jetzt weg? Oder lasse ich ihn was? Und er hat schon zu viel Artefakte, ich ja eigentlich dafür. Das Ding ist eigentlich zu gut. Das gibt eine Befehlsaura. Okay, ich lasse das Ding hier weg. Das ist jetzt nicht so das gute Ding eigentlich. Ja. Okay, es ist sogar noch eine tolle Vampir-Aura für alle unsere Einheiten. Wie nice. Eigentlich nur Nahkämpfern oder? Ja, nur Nahkampfeinheiten, okay. Trotzdem, ein Vampir-Aura ist immer gut. Jetzt kommen sie ja von allen Seiten da hinten. Ganz schön viele sind es außerdem. Direkt mal Zeit, dass wir da ein paar Ultimates reinhauen. Okay, da unten scheint noch ein Lager zu sein, dann nehmen wir das wahrscheinlich erstmal raus. Und ich darf mir, glaube ich, gleich eine neue Armee zusammenstellen. Komm, ein paar Flieger. Ich stelle jetzt sowieso auf Dauerproduktion. Bei. Reicht eigentlich, wenn wir das so machen. Und am Schluss haben wir sowieso eine kleine Mixed-Armee. Und den mag ich vor allem die beiden hier. Oh, da passt man mal kurz nicht auf und dann passiert sowas. Das Lager machen wir am besten auch noch kaputt, bevor mir die wieder in die Flanke fallen, wenn ich hier was angreifen will. Bisschen Verstärkung schadet nicht. So.
ihr kommt jetzt auch mal hierher. Oder gleich hier hin. Reinkarnation weniger Klingzeit. Naja, gut. So viel dazu. Okay. Irgendjemand muss die Gebäude da hinten noch kaputt machen. Sonst spawnen da ewig neue Einheiten. Okay, der hat kaum noch Mana, das ist nicht so gut. Eigentlich müsste ich ja meine neue Armee da mal hinterschicken. Okay, stimmt auch wieder. Irgendwie muss es ja vorangehen. Es dauert zwar jetzt noch 3 Jahre, bis der fertig ist hier, aber... Okay. Die Verstärkung ist da. Ups. Heilen soll es dienen.
Ach, deswegen, der Typ steht da. Sind ziemlich angeschlagen hier. Lass mir den aber mal diese komische Burg hier oder Schloss. Ganz schön viel Leben. Gut, haben wir mal drauf. Vielleicht geht's ja weg. Bevor irgendwas Böses passiert. Geht ja eigentlich recht zügig. Das Schloss hat 5 Wachtürme, die allesamt unverwundbar sind. Fallen dafür gleich mit dem Schloss um. Okay. Ach, das war's schon mit dem, was wir machen müssen. So, dann, wenn es weiter nichts ist. Kern auf Stufe 12, das ist super. Alle auf 12. Ah, da ist Troll. Ein Ogre steht noch rum. Macht nicht mal wirklich viel Schaden, hat nur ziemlich viel Gesundheit. So. Ich glaube, wie viele Auren hier auf die Einheiten wirken. Das ist schon krass. Romkar, Kriegshäuptling. Wir haben die Streitmacht der Menschen vom Festland vertrieben. Aber offenbar haben sich Admiral Proudmoore und seine Matrosen auf die Insel Terramoor in Sicherheit gebracht. Ich wünschte, es wäre vorbei, Rexar. Aber solange Admiral Proudmoore lebt, wird er uns immer zu jagen. Wir müssen den Angriff fortsetzen und Terramoor belagern. Ich bete nur, dass Jaina in Sicherheit ist. Sie hatte nichts mit dem finsteren Plan ihres Vaters zu tun. Doch leider haben wir keine andere Wahl, als ihre Zitadelle zu erobern. Tja, da sind wir schon am Ende des zweiten Kapitels angelangt. Akt 3, Glanz und Glorie. Kurze Zeit später versammeln sich Thrall, Rexar und die Krieger der Horde am Ufer, um ihren letzten Angriff auf die Bastion des Großadmirals auf der Insel Terramoor zu planen. Kriegshäuptling, unsere Truppen sind bereit, aber der Admiral hat eine Blockadering von Kriegsschiffen um Terramoor zusammengezogen. Ihrer Feuerkraft sind wir nicht gewachsen. Verdammt, ich hätte früher daran denken sollen.
Wir müssen einen Weg finden, um... Srall, Rexar, ich komme in Frieden. Ihr müsst mir glauben. Ich hatte nichts mit meines Vaters Plänen zu tun. Ich wünschte, das alles wäre nicht passiert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir haben gemeinsam auf vielen Schlachtfeldern Blut gelassen, Jaina. Als Verbündete trotzten wir unzähligen Gefahren. Aber euer Vater bedroht die Sicherheit unserer Nation und die Zukunft meines Volkes. Ihr wisst, dass dies ein Ende haben muss. Ich weiß, Rall. Tut, was ihr tun müsst. Auf einer Insel in der Nähe gibt es einen Hafen der Goblins, wo ihr Kriegsschiffe für euch finden könnt. Damit könntet ihr den Blockadering um Terramor aufbrechen. Doch verschont bitte meine Männer, wenn ihr könnt. Mein Vater wird versuchen, sie gegen euch zu benutzen. Aber wenn dies vorbei ist, werden sie meine einzigen Angehörigen sein. Bitte tut es. Für mich. Wir tun, was wir können, Jaina. Ihr habt mein Wort. Und nun zieht ihr euch besser zurück. Die Schlacht beginnt in Kürze. Unsere Streitkräfte sind bereit, Srall. Jetzt oder nie. Erledigt ihr das, Rexar. Terramor ist unser Treffpunkt. So, und an dieser Stelle hier möchte ich mir wieder eine kleine Aufnahmepause machen. Ich habe ja auch schon wieder lange genug das Ganze hier wieder gezockt. Ja, beim nächsten Mal werden wir das Bonuskapitel, denke ich mal, noch bis zum Ende spielen. Und dann ist dieses Let's Play auch schon vorbei. Ja, so schnell kann's gehen. Was heißt hier schnell? Das Ganze hat jetzt... Ja, wir dürften mittlerweile irgendwo in der Nähe von Folge 140 sein, wenn es nicht sogar schon auf die 150 zugeht. Ich habe jetzt den Überblick über die Zeit verloren. Aber... Ja, ich denke mal, auf die 150 gehen wir jetzt noch nicht so schnell zu. Aber ich denke mal, da werden wir das Let's Play zu Ende haben. Irgendwo da in der Nähe. Naja, also bevor ich jetzt hier noch weiter rumlabere, ich mache jetzt eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns das nächste Mal wieder genau hier. Bis dann. Ciao.